Wenn du deinen Vater wiedersehen willst, dann komm auf unsere Burg und bring den Transformer mit. Aber beeil dich, sonst ist er tot. Wo ist eure Burg? Auf einer Insel im Evil Lake. Morgen, vor Sonnenuntergang. Bis dahin werde ich deinen Vater verschonen, aber keinen Tag länger. Große Mutter Pentazora, ich habe eine gute Neuigkeit für dich. Du kannst sicher sein, dass wir den Transformer schon bald in unseren Händen halten werden. Damit geht dein sehnlichster Wunsch in Erfüllung. Liebe und Sehnsucht sind gleichermaßen im Nebel verborgen. Du wirst sie niemals ergründen, so nahe sie dir auch sind. Und dennoch. Kraft der Liebe. Das Ende der Pentaclaw. Wenn ich ins Hauptquartier der Pentaclaw gehe, werde ich vielleicht nie mehr zurückkommen. Oh, die Uhr muss einen Schaden haben. Wie soll man denn da pünktlich sein? Honey, Beeilung, sonst kommen wir schon wieder zu spät zum Unterricht und die Miharu kriegt die Krise. Du hast ja noch nicht mal deine Schuluniform an. Hm? Hey, was ist denn los? Natsu, ich... Ich verstehe. Warum sagst du das nicht gleich? Ich sorge schon dafür, dass niemand merkt, dass du fehlst. Nein, darum geht's überhaupt nicht. So? Worum geht's denn dann? Red Klartext, Honey. Egal, man sagt, wer lächelt, zu dem kommt das Glück, selbst wenn er missbaut. Oh, jetzt muss ich aber den Turbo einlegen. Also, ich hau ab. Pass bloß auf, dass die Miharu dich hier nicht findet. Danke, Natsu. Ja. Ich muss auf das Glück vertrauen. Immerhin hat mir mein Vater die Kraft der Liebe geschenkt. Ich werde hierher zurückkehren. Sie wird schon kommen, das naive kleine Ding. Bald bin ich an meinem Ziel. Ihr werdet staunen, lasst mich nur erst das Halsband haben. In dieser Burg ist also mein Vater. Willst du etwa dort hinein, Hane? Ja. Mein Vater hat mir all die Liebe geschenkt, die ich dafür brauche. Seine Liebe war so zärtlich und so tief. Sie hat mir Mut und Kraft gegeben. Ich rette ihn. Ich habe Angst um dich, Hane. Dir darf nichts geschehen. Ich muss gehen. Honey! Beweise es aller Welt, wie stark die Kraft der Liebe ist. Ich wünsche dir Glück. Auf mich, Papa. Ich komme. Die Pentaclaw? Was haben die mich etwa schon entdeckt? Nein, den kenne ich doch. Seiji! Na sowas, mit dir hätte ich nicht gerechnet, Cutie Honey. Verrate mir doch, warum du hier bist. Auf diesen Moment habe ich mich lange vorbereitet. Ich bin fest entschlossen, die Pentaclaw endlich unschädlich zu machen, für alle Zeit. Alle Achtung, ich wusste ja gar nicht, dass du Fallschirm springen kannst. Ich mach's zum ersten Mal. Was? Aber du bist doch auch nicht zum Vergnügen hier. Ich vermute, du willst Dr. Kisaragi helfen, oder was ist der Grund? Seiji!
Sei herzlich willkommen, Cutie Honey. Wie reizend, dich zu sehen. Hast du uns diese kleine Ratte als Zielscheibe mitgebracht? Na dann, Feuer frei, Panther! Ja! Sadie! Aber nicht doch, Maschinenpistolen passen nicht zu so einer schönen Burg. Großartig, Cutie Honey! Keine Bewegung, Privatdetektiv! Moment mal, was hast du denn vor? Vielen Dank, du hast mir das Leben gerettet. Und dabei hat unser eigentlicher Kampf noch nicht einmal angefangen. An die Arbeit, Herr Privatdetektiv. Na, auf geht's. Wachsam gehe ich meine Runde. Wenn ich Verdächtiges bemerkt, soll es mich wissen lassen. Hey, was machst du hier unten? Diebe sind hier! Hilfe, hier sind Diebe! Was ist denn nur los? Man hat uns entdeckt, du Trottel! Hä? Was hast du gesagt? Ich... Hä? Ihr Diebesgesindel! Ah! Euch zeig ich's! Ich müsste. Beauty Honey! Ha! Ihr habt nicht den leisesten Hauch einer Chance! Oh. Nachladen! Ja! Ich habe dich schon erwartet, Judy Honey. Oh, zeig mir, wo Dr. Kisaragi ist! Kein Schritt weiter! Wirf deine Waffe weg und gib mir das Halsband. Wenn nicht, kannst du lange nach deinem Dr. Kisaragi schreien. Hast du nicht gehört? Waffe weg! Braves Mädchen. Und nun dein entzückendes Halsband. Gib's her. Ich würde dir raten, keinen Ärger zu machen. Du willst ihn doch sicher unversehrt zurück, oder? Gib es hier nicht, das ist nur ein Trick! So? Jetzt wirst du brav dein Maul halten, du miese kleine Ratte. Hör auf, ich bitte dich! Sadie! Schluss mit dem Blödsinn! Gibst du es mir nun endlich oder nicht? Na, mach jetzt. Du hast gar keine Wahl. Na los. Rück es raus. Wie lange willst du dich denn noch sträuben, Kleine? Meine Geduld hat bald ein Ende. Gib mir den Transformer. Ich werde ihn dir erst geben, wenn du bereit bist, deine Gefangenen freizulassen. Du bist ziemlich unverschämt und ungezogen. Etwas mehr Respekt, bitte. So benimmt man sich nicht in meiner Gegenwart. Das könnte schlimme Folgen für Dr. Kisaragi und Seiji haben. Du darfst dich nicht von ihr beeindrucken lassen. Du musst unbedingt stark bleiben. Ich versuche es, ja. Du darfst ihr auf keinen Fall das Halsband geben. Ich weiß, aber wenn nicht... Du brauchst es, um gegen die Pentaclaw zu kämpfen. Du bist dazu auserwählt.
Nur du kannst die bösen Pläne dieser gemeinen Bande durchkreuzen. Du miese kleine Ratte. Tja. Weißt du eigentlich, was Ratten am allermeisten lieben, wonach sie direkt süchtig sind? Strom, an Strom können sie sich berauschen. Oh mein Gott, Seiji! Seiji, oh nein! Gib niemals auf, egal was passiert! Seiji! Du musst mich und meinen Vater rächen! Und hilf Hani Kisaragi, hilf ihr! Seiji, Seiji! So, diese miese kleine Ratte werden wir endlich los. Nun wird's ernst. Gib mir das Halsband und mach keinen weiteren Ärger. Oder soll ich deinen Vater genauso aus dem Weg schaffen wie die kleine Ratte? Es würde mir ein Vergnügen sein. Was ist? Sehr gut. Sei ein braves Mädchen, Honey. Du wirst es nicht bekommen. Was? Du wirst es niemals bekommen. Du hast Seiji umgebracht. Selbst im letzten Moment hat er an Hani Kisaragi und ihren Vater gedacht. Ich kämpfe für meinen Vater. Er hat mir so viel Liebe geschenkt. Ich gebe nicht auf. Hani! Hani! Du wagst es! Mal bin ich die Motorradfahrerin! Hurricane Hani! Mal die Drachenfliegerin Skydiving Hani! Mal schieße ich den Pfeil der Gerechtigkeit, Robin Hood Honey. Mal lauere ich in einer Burg den Feinden auf, Mate Honey. Mal sprenge ich das Böse in die Luft, Bazooka Honey. Aber mein wahres Ich ist... Das Mädchen mit der Kraft der Liebe, Cutie Honey. Durch mich wird sich euer Leben verändern. Lieber Papa, das ist das Licht der Liebe, die du mir geschenkt hast. Sie verleiht mir die Kraft. Jetzt reicht's mir! Du Großmaul, langsam werde ich wirklich wütend. Du hast den Bogen überspannt. Ich hatte dich gewarnt. Ja! Nun will ich die ganze Kraft meiner Peitsche kennenlernen. Jetzt werde ich dich töten. Zusammen und du hast endlich dein Gedächtnis wiedergefunden, Papa.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie einsam ich war. Papa, komm schnell! Pentazora, hilf mir bitte! Meine Tochter, Sister Jill, geboren in der Dunkelheit, geh zurück in die Welt, aus der du einmal gekommen bist. Die Zeit ist um. Oh, Pentazora, warum schickst du mich zurück? Warum gibst du mich auf? Du, Prinz Zera, was bedeutet das? Was meint Pentazora und was ist mit ihr passiert? Verwelkte Blätter fallen nach unten. So will es das Schicksal. Was soll das heißen? Ich verstehe nicht. Wer kommt da? Du solltest nicht fortgehen. Wer du auch bist, bleib für immer hier bei mir. Prinz Zera, du bist ein Verräter! Gott sei Dank, er ist nur bewusstlos. Papa, Papa, komm schnell! Papa! Ich werde nicht fliehen. Ich muss noch eine Weile hierbleiben. Aber wieso? Warum? Bitte sag's mir! Dein Schicksal ist es, mit weiteren Herausforderungen zu kämpfen. Das bleibt dir nicht erspart. Doch, du wirst damit fertig werden. Du darfst dich nur nie entmutigen lassen. Sei stark, mein Kind. Vater! Papa! Oh, Papa. Warum nur? Endlich haben wir uns wiedergefunden und schon verlässt du mich. Wie soll ich ohne dich weiterleben? Die Pentaclaw ist mit der Burg untergegangen. Dr. Kisaragi aber hat die Insel nicht verlassen. Hannis Tränen sind noch nicht getrocknet, da hält das Schicksal bereits eine Fülle weiterer Herausforderungen für sie bereit, die sie in Abgründe stürzen werden.